Yo, was geht Leute, heute gibt es mal wieder nachkommentiertes Uncharted 3 Gameplay Commentary und ich möchte ein paar grundlegende Dinge euch mal erstmal erklären, bevor ich euch das neue Projekt vorstelle, was jetzt ab heute stattfinden wird. Kurz mal zum Gameplay, die Klasse blende ich euch jetzt oben rechts ein und ich spiele halt hier TDM auf Flugplatz ohne Intro, hier am Anfang direkt erstmal schön den Gegner genommen, hier den noch mit der Granate gekillt und jetzt hier den ziehe ich schön runter, aber das soll auch nicht das Thema sein, weil es gibt viel zu sagen heute, Freunde. Und heute ist Samstag und ich hatte gestern das 100 Abo Special aufgenommen, also den zweiten Teil, eine Stunde an Uncharted 2 live. Doch als ich am Ende von der Elgato das ganze Gameplay aufnehmen wollte, ja eine Stunde, ist die Elgato abgeschmiert, ja leider das ganze Gameplay weg von einer Stunde, das ist richtig, na scheiße eigentlich. Aber wenn ich ehrlich bin, fand ich das auch gar nicht so toll, wie wir das aufgenommen haben und so. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich lasse mir da irgendwas einfallen, weil Uncharted 2 ist jetzt auch nicht so das, worauf ich jetzt unbedingt Bock habe. Ich denke mal auch, dass die meisten das von euch gar nicht sehen wollen. Deswegen denke ich mal, dass wir da einer Meinung sind. Die 200 Abos sind jetzt geknackt. Gestern habe ich es geschafft und was heißt geschafft? Ich muss ja nichts dafür machen eigentlich. Ja, okay, Videos, aber ist auch egal. Jedenfalls sind wir jetzt schon 200 Leute, Mann. Und das ist auf jeden Fall richtig geil, weil ihr seid nicht nur 200 Leute, sondern ihr seid auch richtig aktiv. Ja, also durchschnittlich kriegt ein Video von mir 350 bis 400 Aufrufe, also jedes Video. Und das ist viel mehr, als ich Abonnenten habe, ja. Und ihr seid auch immer mega aktiv. Ihr macht auf jeden Fall weiter so, ich finde das richtig krass. Und ich lese mir auch jeden Kommentar durch und ich sehe wirklich alles, was ihr da macht, ja. Und deswegen wollte ich dafür mal Danke sagen. Ein Special wird es übrigens nicht geben, weil es geht so schnell, wie ich Abonnenten kriege zurzeit. So, was heißt so schnell im Vergleich zu anderen? Nicht so schnell, aber ich finde es schon viel. Und deswegen kann ich ja nicht alle zwei Wochen ein Special machen. Deswegen wird das nächste bei 500 kommen, vor allem, weil ich auch gar nicht so viele Ideen habe. Hier übrigens, der trollt mich jetzt richtig. Ich werde richtig gedisst von dem jetzt. Nein, oder habe ich ihn gar nicht gesehen? Ja. So, das dazu. Und jedenfalls wollte ich euch mal jetzt das neue Projekt vorstellen, ja. Und zwar das neue Projekt heißt Spieler der Woche, ja. Man kann das ganz einfach vergleichen mit dem Projekt von Visca Barca. Das heißt bei ihm Beast am Sonntag. Und zwar ist es einfach, dass er eine Aufgabe gibt und die Abonnenten haben eine Woche Zeit, diese Aufgabe zu meistern. Also er sagt dann zum Beispiel, macht mal eine Double Nuclear oder so. Im Vergleich zu Uncharted wäre das so gesagt ein Double Rampant. Und das wollte ich halt auch machen, nur halt im Uncharted-Style und eben nicht im COD-Style. Also er sagt dann, wie eben schon gesagt, die Aufgabe und dann haben die Abonnenten eine Woche Zeit, das zu machen und das beste Gameplay nimmt er dann und kommentiert das, so gesagt, in der nächsten Folge, eine Woche danach, wo er dann die nächste Aufgabe wieder bekannt wird, ja. So, das heißt jetzt bei mir und für euch, ich gebe euch gleich eine Aufgabe und ihr habt eine Woche Zeit, diese Aufgabe zu meistern und mir dann das Gameplay einzusenden, ja, im Kinomodus. So, nehmen wir, nee, ich sag jetzt kein Beispiel, sondern das beste Gameplay wird dann nächste Woche in der nächsten Folge als Hintergrund-Gameplay laufen, was ich dann so gesagt kommentieren werde und dabei dann die nächste Aufgabe euch geben werde. So, und ich sag mal kurz die Aufgabe, und zwar die erste Aufgabe, ihr müsst ein Rampant mit einer, also ein Rampant machen, sage ich mal, ein Team Deathmatch, ja. Die Haupt- und die Nebenwaffe dürft ihr euch aussuchen, ja, also nehmt da was ihr wollt und ihr müsst aber als ersten Booster den Negativ-Booster haben, wo ihr keine Granaten habt, und als zweiten Booster den Negativ-Booster, wo ihr keine Powerwaffen habt, und als Kickback Millionär, ja. Diese drei Sachen sind Pflicht, ansonsten die Waffen sind egal, Powerwaffen und so könnt ihr eh nicht aufheben, schlagen dürft ihr auch und so, ist alles erlaubt. Und dann müsst ihr halt einen Rampant machen mit TDM. Ob ihr das solo macht oder mit mehreren oder mit DLCs oder ohne DLCs, das ist alles egal, spielt keine Rolle. Die Aufgabe ist jetzt vielleicht nicht so schwer, aber vielleicht auch schon, keine Ahnung, aber ich wollte jetzt erstmal eine relativ einfache Aufgabe nehmen, weil ich ja nicht weiß, wie viele von euch das machen und schaffen und sich überhaupt daran setzen und das probieren. Ihr könnt auch gerne auf einem anderen Account das machen, ja, falls ihr nicht eure Quoten da an die Backe nageln wollt, ne. Und das beste Gameplay nehme ich dann nächste Woche, also heute ist ja Samstag und jede Woche am Samstag kommt dann, so gesagt, das Gameplay von dem Gewinner. Ich werde nur das beste Gameplay nehmen. Was heißt das beste Gameplay? Das ist ja relativ subjektiv und das beste Gameplay ist jetzt in diesem Falle, wo der Score halt am, ja sag ich mal, am hübschesten ist, ja. Also nehmen wir an, einer hat jetzt hier ein 40,
hat jetzt 40 Kills im Team Deathmatch gemacht, ja. Hört sich gut an, ja, aber wenn er 15 Tode hat, ist es für mich schlechter als jemand, der 30 zu 0 macht, ja. Also ihr wisst, was ich meine. Und das werde ich dann halt entscheiden, welches Gameplay dann da kommt. Sendet mir dann die fleißig ein, ja. Ich hoffe, dass das auch welche von euch hinkriegen. Ich werde es auch probieren, das zu schaffen. Ja, ich setze mich gleich daran und probiere das direkt. Falls es keiner von euch schafft, kann ich ja meins benutzen. Toll, halt. ja, so viel dazu. Und ich werde aber auf jeden Fall alle Gewinner, also alle, die es schaffen, auch erwähnen, ja. Und vielleicht auch irgendwie das Scoreboard zeigen oder so. Ich lasse mir irgendwas einfallen, weil ihr sollt ja nicht so kurz kommen, ja. Es ist ja, kann ja nicht sein, dass ihr das dann schafft und dann nicht drankommt und keiner das weiß, dass ihr es geschafft habt. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Das neue Projekt, ne, dann drückt jetzt mal direkt das Video weg und setzt euch mal daran, haut den Negativbooster rein und macht einen Rampant, Freunde. Nein, mal sehen, ob ihr es schafft. Ja, ich muss auch noch sagen, am Ende, mit der Musikempfehlung und dem Clip, gab es ja immer einen Clip am Ende und eine Musikempfehlung. Es war jetzt schon zweimal so, dass ich die Musik nicht verwenden durfte. Ja, das hat auf jeden Fall richtig genervt, weil der Clip dann am Ende ein bisschen untergegangen ist. Zweitens, ich das Video nach dem Hochladen löschen musste, neu rendern musste und nochmal hochladen musste. Und das war auf jeden Fall richtig ätzend. Das hat mich auch aufgeregt, muss ich sagen. Deswegen muss ich gucken, wie ich das mache. Ja, ich mache einfach weiter jetzt. Also am Ende werdet ihr nochmal die Musikempfehlung plus den Clip sehen. Weil ich nehme jetzt erstmal nur die Musik, wo ich auch weiß, dass ich da jetzt keinen Stress kriege. Dass es irgendwie in Deutschland gesperrt ist oder so. Falls dann nochmal irgendwelche Komplikationen auftreten sollte, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Dann lasse ich das wahrscheinlich weg mit der Musikempfehlung. Ich mache einfach normale Instrumentalmusik hinten dran oder so, aber heute wird es nochmal Musik geben. Und ja, ich habe es eigentlich relativ schnell erklärt, ja. Wie gesagt, Aufgabe, erster Booster ohne Granaten, zweiter Booster ohne Powerwaffen, Kickback, Milizionär, Waffe könnt ihr euch aussuchen, Map, DLC, Solo, mit Team, ist alles egal, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, Freunde. Nächste Woche wird es dann so gesagt das Gewinner-Gameplay geben, weil viele hatten auch gefragt, so ob sie mal ihre Gameplays einsenden können. Jetzt habt ihr das, donnerstags kommt ja jetzt immer Top 5, da könnt ihr eure Clips einsenden. Freitags kommt immer Beat Them All, also Killduell, da könnt ihr gegen mich spielen. Und samstags kommt immer Spieler der Woche und da könnt ihr eure Gameplays einsenden. Von daher denke ich mal, ist es gut, so wie ich das mache, weil ihr gut involviert seid, ja, mit Clips, Spielen und Gameplays und sowas, dies, das. Seid ihr alle mit involviert, denn ich mache hier nicht nur Solo-Kacke. Deswegen finde ich das ganz nice. Und, ja, ich dachte eigentlich, ich brauche länger, um das alles zu erklären. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen komisch das alles gemacht hier, ein bisschen komisch aufgenommen, alles schnell durchgelabert. Nochmal Dank an 200 Abonnenten und für die Aktivität. Ja, 100 Abo-Special, lass mir noch was einfallen. Und dann würde ich mal sagen, weil das Gameplay jetzt hier auch endet, kommt jetzt der Clip am Ende. Ja genau, Gameplay ist jetzt hier passend vorbei, endet mit einem 30 zu 2. Leider am Ende nochmal gestorben, habe auf jeden Fall noch das Rampant bekommen. Und dann setzt euch mal ran, ne, an Spieler der Woche. Mal sehen, wer erster Spieler der Woche wird. Ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder morgen, Freunde. Dann haut rein. Matrix Baby, Jay. In meiner Gegend fallen Schüsse. Früher war ich arm dran, früher war es anders. In der Pause nutzt ich Körper als Sandsack. Ich war nicht wie du, Party machen, Nike ziehen. Heute kann ich rappen und für Parts kauf ich Nikes. Ich bin immer noch der Junge, der sein Ding macht. Und ich glaub immer noch, dass irgendwann das Ding auf jeden Fall. Ich war nicht wie du, ich wollte niemals aufgeben. Ich wollte Rapper werden, ich wollte den Traum leben. Ich bin nicht wie du, denn ich hab meine Kumpels noch. Und gibt es Ärger, tauchst du unter wie ein schwuler Bock. Ich muss gucken, dass ich Geld mach und gut leb. Ich bin nicht wie du, denn für mein Abi ist es zu spät. Meiner großen Liebe hab ich zu oft wehgetan. Es tut mir leid, Baby, ich denk an dich jeden Tag.